Blut ist bekanntlich dicker als Wasser. Dass aber vor allem zwischen Geschwistern manchmal ordentlich die Fetzen fliegen, beweisen diese gläubigen Thronerbinnen, biblischen Neider und sportlichen Unternehmer eindrücklich. Wir haben drei streitsüchtige Geschwister der Geschichte für euch zusammengefasst. Die Geschichte zeigt, der Streit zwischen Geschwistern ist oft auch ein Kampf um Macht. Ausgerechnet zwei Frauen beweisen das eindrücklich. Königin Maria I. von England und ihre Halbschwester, die spätere Königin Elisabeth I. von England. Zunächst stehen für beide die Chancen schlecht, jemals den englischen Thron zu besteigen. Denn ihr Vater, König Heinrich VIII., schließt sie als Nachfolgerinnen aus. Dennoch genießen beide eine hervorragende Ausbildung. Elisabeth lernt mehrere Sprachen, liest die antiken Klassiker und ist mit 15 besser ausgebildet als manch ein Mann ihres Standes. Etwas, das ihr später als Königin einen großen Vorteil bescheren wird. Doch zunächst ist Maria an der Reihe. 1553 besteigt sie den englischen Thron. Doch ihre Herrschaft ist von Anfang an von Problemen überschattet. Ihr Vater hatte sich von der katholischen Kirche abgewandt und in England den protestantischen Glauben eingeführt. Maria hingegen ist streng katholisch. Von Anfang an ist es ihre größte Bestrebung, die Religionspolitik ihres Vaters rückgängig und England wieder katholisch zu machen. Foltern, erhängen und verbrennen. Majestät, das wären Hunderte. Umso besser. Diese protestantische Pest muss jetzt ausgerottet werden. Wer dem protestantischen Glauben nicht abschwören will, wird hingerichtet. Fast 300 Protestanten sollen so ihr Leben verloren haben. Milady, bitte bedenkt doch, es ist immerhin euer Volk, das ihr hier bekämpft. Der Volksmund nennt euch schon... Ich weiß. Die blutige Mary. Ihr Glaube macht auch ihre Halbschwester Elisabeth zu Marias ärgster Feindin. Denn sie wächst im protestantischen Glauben auf. Als Maria dann auch noch den Katholiken und spanischen Thronerben Philipp II. Heiratet, kommt es in England zum Aufstand. Maria vermutet, dass auch ihre Schwester daran beteiligt ist. Stur und blöde Princess Elizabeth. Schafft sie mir vom Leib, denn sie ist die Schlimmste von allen. Wie soll ich das verstehen, Majestät? Mit Verlaub. Das Volk liebt eure kleine Schwester. Die Tochter dieser Hure Anne Boleyn? Sie steckt doch mit all diesen protestantischen Verschwörern unter einer Decke. Sperrt sie in den Tower. Gesagt, getan. Elisabeth sitzt da ein, wo ihre Mutter Anne Boleyn Jahre zuvor auf Befehl ihres Gatten Heinrich VIII. Hingerichtet worden war. Im Tower von London. Immer in der Angst, selbst zu sterben. In ihrer Verzweiflung fleht sie um eine Audienz bei Maria. Warum behandelt ihr mich wie eine Feindin? Du hast den wahren Glauben verraten. Und du willst auf meinen Thron, du Bastard. Du hast dich mit diesen Ketzern, die nach meinem Leben trachten, verbündet. Ich versichere euch, niemals war ich an irgendwelchen Verschwörungen gegen euch beteiligt. Ich bin euch treu und untertan. Und werde es immer sein. Ich flehe euch an. Lasst mich gehen. Ich werde alles tun, was ihr verlangt. Maria begnadigt ihre Schwester. Doch lange muss Elisabeth die Rolle der untertänigen Schwester nicht spielen. Als Maria 1558 im Alter von 42 Jahren plötzlich kinderlos stirbt, ist der Weg für sie frei. Sie wird als Elisabeth I. zu einer der mächtigsten Herrscherinnen Englands. Auch in Sachen Religion gewinnt sie den Geschwisterkrieg, denn Elisabeth macht nicht nur das Land wieder protestantisch, sondern legt mit ihrer Politik auch den Grundstein für Englands Aufstieg als Empire und Seemacht. Rivalitäten zwischen Geschwistern sind so alt wie die Geschichte der Menschheit selbst. Das zumindest lehrt uns die Bibel. Denn sie erzählt von einem Bruderzwist mit dramatischem Ausgang.
Die Geschichte von Kain und Abel. Seit Jahrtausenden erzählen Gelehrte die Schöpfungsgeschichte. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. So beginnt das Buch Genesis. Nach Licht, Himmel, Erde, Wasser, Pflanzen, Planeten und Tieren erschafft er schließlich sein Meisterwerk. Den Menschen. Adam und Eva besiedeln das Paradies, in dem es nur eine Regel gibt. Bloß nicht die Frucht vom Baum der Erkenntnis pflücken. Aber es kommt, wie es kommen muss. Die Versuchung ist zu groß. Die listige Schlange überredet sie, die verbotene Frucht zu naschen, und die beiden fliegen prompt aus dem Paradies. So zumindest das Gleichnis. Doch einem Auftrag Gottes kommen Adam und Eva nach. Sie bekommen Kinder. Kain und seinen jüngeren Bruder Abel. Die beiden sind sehr unterschiedlich. Während Abel fromm ist und jeden Abend zu Gott betet, denkt Kain meist an sich und seinen eigenen Vorteil. Kain wird Ackerbauer. Abel hingegen Schafhirte. Ganz normale Brüder eben, könnte man jetzt denken. Doch dann wendet sich das Blatt. Beide Brüder wollen Gott zum Dank ein Opfer bringen. Kain schenkt ihm ein großes Bündel Getreide, das er gerade geerntet hat. Abel hingegen bringt ihm ein Lämmchen aus seiner Herde. Das Problem: Gott hat nur Augen für Abels Opfergabe, nicht für Kains Getreide. Blind vor Wut lockt Kain seinen Bruder auf ein Feld. Als er ihm den Rücken zudreht, erschlägt er Abel hinterrücks. Der erste Brudermord der Geschichte. Mit Kain zeichnet die Bibel hier ein Urbild des Mörders. Für die Erzählung gibt es unzählige Deutungen. Eine ist, die Geschichte von Kain und Abel spiegelt das wider, was sich für die nächsten Jahrtausende wiederholen wird. Der eine versucht, dem anderen zu nehmen, was er selbst haben will. Viele Wissenschaftler sehen in dem Gleichnis ein Abbild der Zeit. Abel steht dabei für die Nomadenvölker, die mit ihren Tieren umherziehen. Kain für die bereits sesshaft gewordenen Menschen, die Dörfer gründeten und Äcker anlegten. Konflikte zwischen Bauern und Nomaden sind die Folge. Eine andere Deutung ist, die Geschichte betrifft das Verhältnis der Menschen zueinander. Es ist ein Gleichnis für die Bosheit der Menschen und für die zahlreichen Kriege in der Menschheitsgeschichte. Auch wenn die Geschichte um Kain und Abel nur ein Gleichnis aus der Bibel ist, so wird sie im Laufe der Geschichte doch zum Prototypen für rivalisierende Geschwister. Um im Sport erfolgreich zu sein, sind drei Dinge wichtig: Talent, hartes Training und das richtige Equipment. Doch das richtige Schuhwerk entscheidet nicht nur über Sieg und Niederlage, sondern ist auch Grund für eine besondere Bruderrivalität. Das Duell Adidas gegen Puma nimmt seinen Lauf. 1924 gründen die Brüder Adolf und Rudolf Dassler im fränkischen Herzogenaurach ihre eigene Schuhfabrik. Während Adolf die Schuhe entwickelt, ist Rudolf ein knallharter Geschäftsmann. Die beiden ergänzen sich perfekt und haben schnell Erfolg. Denn Adi liebt Sport und erkennt, den Sportlern fehlt das für ihre Disziplinen angepasste Schuhwerk. Eine Idee, die ihr Leben verändern wird. Die Gebrüder Dassler produzieren in den Folgejahren fleißig Sportschuhe, darunter erste Fußballschuhe mit Lederstollen und Laufschuhe mit Spikes. 1928 wittern die Brüder ihre große Chance auf internationalen Erfolg. Bei den Olympischen Spielen in Amsterdam schenkt Adi der deutschen Leichtathletin Lina Radke einen von ihm gefertigten Laufschuh. Radke läuft Weltrekord und die Welt schaut zu. Damit ist bewiesen, höher, schneller, weiter, mit Schuhen aus der Dassler-Schmiede ist das möglich. Bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin statten sie unter anderem den Amerikaner Jesse Owens mit ihren Schuhen aus.
ein geschickter Coup. Denn Jessie gewinnt in ihren Schuhen eine Medaille nach der anderen. Die beiden Brüder haben weltweit Erfolg. Doch langsam bekommt ihre Bruderliebe Risse. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs spitzt sich ihr Konflikt zu. Für Adi steht die Schuhentwicklung an oberster Stelle, bei seinem Bruder die Profitabilität des Unternehmens. Zu allem Überfluss wird Adi auch noch vom Militärdienst zurückgestellt, um für die Wehrmacht Schuhe zu produzieren. Rudolf muss zum Militär. Von Bruderliebe keine Spur mehr. Als die Schuhfabrik 1943 geschlossen wird und fortan nur noch Rüstungsteile herstellen darf, verdächtigt Adi seinen Bruder dahinter zu stecken, um seine Einberufung zum Militär zu erzwingen. Rudolf denkt, dass Adi hinter seiner Gefangennahme nach dem Krieg steckt. Nach Rudis Rückkehr eskaliert der Bruderzwist. Ihr wollt mich auf Teufel komm raus loswerden. Das ist doch ungeheuerlich. Du hast mich doch bei der Besatzung als Nazi angeschwärzt. Ich habe wegen dir fast die Lizenz als Hersteller verloren. So leicht werdet ihr mich nicht los. Halt am besten einfach den Mund. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Ein unüberwindbarer Konflikt, der 1948 zum Unausweichlichen führt. Die Brüder gehen getrennte Wege. Aus dem Konflikt entstehen zwei der größten Sportunternehmen weltweit. Während Adi Dassler die Firma Adidas gründet, baut sich Rudolf Dassler mit der Firma Puma sein eigenes Imperium auf. Ein Kampf, bei dem Adi als Sieger hervorgeht. Denn 1954 gewinnt die deutsche Fußballnationalmannschaft, vielleicht auch ein wenig dank Adis besonderer Stollenschuhe, die Weltmeisterschaft. Ein Bruderkonflikt, der auch noch Jahrzehnte nach dem Tod der beiden durch den Konkurrenzkampf ihrer Unternehmen weiterlebt. Fazit: Verwandte kann man sich bekanntlich nicht aussuchen. Welche streitsüchtigen Geschwister kennt ihr noch? Lust auf wahre Geschichte? Dann abonniert diesen Kanal.